Also, wir schöpfen gerade frischen Mut aus dem berühmten Nichts. Ja, also ja, frischen Mut aus dem berühmten Nichts, dass wir frohgemut sind, hatte ich da heute auch schon irgendwo geschrieben. Ich hatte es meinem Sohn geschrieben, ja, auch wer kommt frohgemut durch diese Corona-Krise, wo jetzt der Lockdown ist. Aber frohgemut, weiß ich, sind wir vielleicht jetzt gerade nicht so. Das sind ja neue Rechnungen für unsere Wohnung auf den Tisch gekommen. Und da müssen wir natürlich jetzt auch mal drüber nachdenken, wie wir das alles Stemmen, ne? stemmen und ja und ja stemmen und glatt kriegen und auch mal einfach mal schauen, wo, Wo es lang geht. ich wollte gerade sagen, wo man sparen könnte. Werden schon eine kreative Lösung finden. Jetzt sitzen, wie heißt das, jetzt stehen gerade die Bellkartoffeln Ja, in der Warteschleife, dampfend, uns stärken wollend. bist aber schnell vom Thema weg, stärken wollen. Das geht gut. Ehering, trotz Kälte. Aber das ist immer ein schnelles und auch nicht so teures Essen, muss Ein man sagen. leckeres Essen auch. Und du Leckeres hast es ja Essen. noch aufge Aufgewertet, mit genau. Bio-Äpfeln und lauter solchen schönen Sachen. Ja, gestern hatten wir auch noch mal, gestern war auch noch mal ein schöner Tag. Da hatten wir ja einmal das Interview. Das haben wir jetzt also auch hinter uns gebracht. Geschafft. Genau, und da wollen wir nun mal gucken, bin ich, oder wir sind gespannt, wann es dann nun erscheint. In der Zeit werden wir natürlich auch noch zeitnah dann berichten. Oder Es am kann aber auch, Nachmittag. ne, es wird sowieso wahrscheinlich nächstes Jahr werden, es kann auch Ende nächsten Ja, Jahres aber jetzt ja, werden. das weiß man nicht. Ja. Ja, und am Nachmittag haben wir doch einen sehr schönen Adventsnachmittag bei unseren Enkelkindern und Kindern Verbracht. verbracht. So schön Kaminfeuer, so wie man sich das so vorstellt. Im kalten Winter, so um Kamin zu sitzen. Oder die Dänen sagen nochmal Hügelchen oder so. Gibt es so einen speziellen Ausdruck, wo man sich dann so warm nebeneinander dann sitzt und gegenseitig warm macht. Kuscheln, sagt man hier. Das Brauchen wir keine Dänen, um das zu, ne? ja, war eine Kusch, so eine Ja. richtig so schöne kuschelige Atmosphäre um den Kamin herum. Ja. Das, nee, ja, das war schon schön. Und ja, hatte plötzlich mal wieder Appetit auf Currywurst. Da haben wir festgestellt, hier in ganz Österreich oder zumindest hier in Graz, haben wir bei Lieferando nachgeschaut, ob es da nicht irgend wenigstens einen Imbiss gibt, wo es der Currywurst anbietet. Aber nein, und da habe ich schon gedacht, vielleicht ist es eine Marktlücke, da stehe ich demnächst selber mit dem Marktstand. Oder in Berlin haben sie jetzt auch immer so komische, so Bauchweh, Bauchläden ne? gebaut. Renne durch Butterbauch Butterbauch mit und renne Curry. durch Graz. So kannst du nachher mal gucken, was so ein Ding kostet. Ich hätte da kein Problem mit. Geben wir noch ein bisschen Seelsorge dazu und eine Currywurst. Komm, laufe ich dann durch Graz. Das wird vielleicht sogar noch Spaß machen. Würstchen to go. Würstchen to go. Das haben die hier noch nicht. Habe ich das nicht gesehen hier in Graz, Würstchen to go. Das haben sie in Berlin. Sehe ich. Kennst du das auch von irgendwo anders, oder? Hast du schon mal Nee, so gesehen? Bauchläden, das schon. Ich kenne das mehr so auch von diesen Junggesellenabschieden, dass sie dann mit ihrem Bauchladen rumlaufen und allen möglichen Ja. Tant dann an die Leute bringen sollen. Also in Berlin ist es tatsächlich so, dass da also viele da laufen tatsächlich mit so einem Bauchladen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen, dass die Dass der Würstchen immer warm warm gehalten bleiben. Ja, wird. und so. Und ja, ich glaube, dann haben sie auf dem Rücken, haben sie vielleicht diese Gasflaschen oder irgendwie. Da kannst du eben recht günstiger als in der normalen Bude, kannst du da dein Currywürstchen kaufen. Das ist doch Mit schon so einem klasse. Luftballon wäre doch gut. Ne? Ralf landet als Weihnachtsmann mit Currywürstchen und Maske auf dem Grazer Ja. Hauptplatz. Naja, Ja. es ist eine Idee. Es ist schon mal eine Als das nicht Idee. gibt. Vielleicht, oder ich meine, aber ich hätte letztes Jahr zumindest auf einem der Weihnachtsmärkte, hätte ich glaube eine Currywurst vielleicht sogar gegessen. Vielleicht als du da alleine unterwegs warst, denn Ja, ich kann dass mich nicht da erinnern, eine dass dieser man. Buden auf hatte, vielleicht haben die ja auch in der Woche auf, dass wir damals am Sonntag, dass da alle zu hatten, mit Ausnahme, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Jetzt gar nicht wegen Corona, sondern weil die einfach am Sonntag zu haben, wie alle Restaurants. Denn sonst hätten ja nicht diese Chinesen. Also die ausländischen Asiaten, Asiaten, die hatten alle ihre Buden auf, die fest eininstallierten Buden. Weihnachtsmarkt gibt es ja nicht mehr und alle anderen hatten ihre Buden zu. Das war aber nicht Sonntag, sondern samstags.
Als wir da unten waren? Ja. Nee, da war es auch, nee, die Geschäfte hatten doch zu. Ja, weil wir nach 13 Uhr da waren. Also, war es schon komisch. Naja, also es gibt also noch ein bisschen was abzuklopfen. Ah, ja, tief Luft holen und ja, uns sammeln für das, für die nächsten Aktionen. Und Ja, und für das große Weihnachtsfest vor allen Dingen, Schatz, was uns jetzt bald. ah ja, da hast du ja jetzt Probleme mit den Exerzitien, dass da in der Weihnachtszeit dir doch dann tatsächlich die Kreuzigung vor die Nase Das ist gehalten wird. stimmt. Da war ich schon fast am Überlegen, da steige ich jetzt auch, das finde ich doch überhaupt nicht gut, wieso da die Kreuzigung plötzlich in den Vordergrund steht, wo doch Weihnachten ist, doch Auferstehung ist, doch es ist ein Ross entsprungen. Und nicht Kreuzigung jetzt, also und sich damit mit solchen Gedanken zu befassen. Während das mir das ganz Das ist schon plausibel unterschiedliche. erschien, weil es gibt kein Leben ohne Sterben, es gibt keine Geburt ohne Tod, das gehört alles zusammen und gerade jetzt auch in der Zeit, Das stimmt natürlich. wo wir so fast hautnah mit Sterbefällen konfrontiert sind. Finde ich, gehört das zusammen, um es eben halt auch wertzuschätzen im Alltag, was wir haben und nicht einmal im Jahr darauf warten, uns aufs Christkindl zu freuen. Ich freue mich trotzdem drauf. Barbara, ja, gemischt. Ja, also Das mir fällt passt. es leichter, die Alltagsfreude oder zu Aber wenn der jetzt finden. mit den Exerzitien, das passt mir einfach nicht, das passt nicht in die Zeit mit dem Kreuz, das passt zu Ostern. Da habe ich schon zu Barbara gesagt, vielleicht hat er einfach von die Ostern-Exerzitien, der Pater, der mich betreut, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, die Osterexerzitien jetzt hier reingenommen, aber ich werde ihm das auch nochmal schreiben. Da müssen wir so einen Wochenbericht schreiben, dass mir das nicht gepasst hat mit dem Kreuz hier in der letzten Adventswoche. Da müsst ihr eigentlich jubilieren. Jetzt kommt's Christkind bald und der Hirten und die Engel. So hätte ich das gemacht, wenn ich die Exerzitien oder irgendjemanden begleitet hätte. Hörst du Das schon die Engel läuten? ist die katholische Variante. Es gibt auch noch andere Wege zum Ziel in dem Sinne. Freut euch aufs nächste. Ängste. Baba. Baba.